Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Delicious Daisy und wir befinden uns mal wieder in meiner Küche, wie ihr sehen könnt. Ja, und heute wird dann mal richtig was gekocht und nicht nur quasi kalte Küche wie beim letzten Mal mit dem Eistee. Und zwar hatte ich im Januar, das ist schon einige Zeit her, auf Instagram ein Bild gepostet von einem Gemüsereis, den ich im Wohnheim am Wochenende mal gekocht habe für die Jugendlichen und mich. Und ja, der hat euch so gut gefallen, dass ihr auch direkt nach Rezepten gefragt habt. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich leider noch kein Stativ und hatte deswegen leider nicht die Möglichkeit, das wirklich anständig zu filmen in meiner Küche. Jetzt habe ich ein Stativ, jetzt habe ich die Möglichkeit und deswegen machen wir das heute auch zusammen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich werde euch jetzt mal kurz ein Bild einblenden von dem Gemüsereis, von dem ich spreche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sah das Bild aus, das ich damals gepostet habe mit dem Gemüsereis. Und wir machen den heute so ähnlich. Also man kann den entweder so wie auf dem Bild relativ trocken essen, einfach ganz normaler Gemüsereis und kann dann beispielsweise hier so eine Sweet Chili Soße oder sowas noch darüber geben, sich ein bisschen Fleisch anbraten und dann war es das. Oder man kann auch zu dem Gemüse noch so eine Soße machen. Sag ich jetzt mal, damit das Ganze nicht so trocken ist. Das ist Geschmackssache, je nachdem, was ihr geplant habt. Ich mache es heute ohne Fleisch und mit einer Soße, aber werde euch auch erklären, ja, wie ihr das so machen könnt, dass es genauso aussieht, quasi wie auf dem Instagram-Bild. Und dann würde ich sagen, legen wir los und ich zeige euch als allererstes mal die Zutaten, die ihr benötigt. So, wir befinden uns jetzt hier an meiner wirklich winzigen Arbeitsplatte in meiner Küche. Das ist ein bisschen schade, aber ich kriege das trotzdem ganz gut hin. Ich bin aktuell alleine zu Hause, deswegen werde ich jetzt nicht so viel machen. Ich werde jetzt eine gute, ordentliche Portion für eine Person machen. Und ihr braucht dafür einmal Cashewkerne. Das sind hier ungesalzene, die habe ich bei Netto gekauft. Ich habe hier einmal Jasminreis, den habe ich, glaube ich, auch bei Netto gekauft. Ich habe hier eine Karotte, ein halbes Sträußchen, sag ich jetzt mal, frischen Brokkoli. Ich habe hier drei kleine Spitzpaprika. Ihr braucht eine Zwiebel. Dann habe ich hier Knoblauchzehen, da werde ich eine von nehmen. Ich habe hier ein Glas Bambussprossen, die mag ich sehr gerne, die werde ich auch noch dazu nehmen. Ihr braucht ganz normales Salz. Ich habe hier Sesamöl, das ich jetzt benutzen werde zum Anbraten, aber ihr könnt auch ganz normales Sonnenblumen, Rapsöl, Olivenöl nehmen, wie auch immer ihr das möchtet. Und ich habe hier nochmal extra so ein Salz und Pfeffer, na kein Streuer, eine Mühle, weil ich den Pfeffer sehr gerne eben aus so einer Mühle mag, aber das Salz lieber aus so einem Behältnis, weil dieses gemahlene Salz, das ist mir meistens etwas zu fein. Und das sind die Zutaten, die ihr für den ganz normalen Gemüsereis braucht. Ach ja, ich habe hier meine Butterdose noch vergessen. Also ihr braucht auch ein bisschen Butter. Und das ist jetzt das, was ihr für den ganz normalen Gemüsereis braucht, den ich euch auf Instagram gezeigt habe. Und jetzt zeige ich euch dann noch die Zutaten, die ihr verwenden könnt, wenn ihr zu dem Gemüse noch eine Soße machen möchtet. So, hier habe ich jetzt nochmal weitere Zutaten stehen, die ich zum Zubereiten einer Soße verwenden würde. Lasst euch jetzt nicht erschrecken, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Je nachdem, ob ihr es eher chinesisch haben möchtet oder eher indisch. Könnt ihr da unterschiedliche Zutaten nehmen. Ich mag es sehr gerne würzig, sehr gerne vielfältig, was Gewürze, Geschmäcker und Aromen angeht. Deswegen benutze ich meistens sehr viele Zutaten, aber ihr könnt einfach das nehmen, was ihr zu Hause habt. Ich habe euch ja hier jetzt schon diese Sweet Chili Soße gezeigt, die könnt ihr eben benutzen, um das zu dem Gemüsereis dazu zu essen.
Ihr könnt aber auch, wie gesagt, eine richtige Soße machen. Und dazu würde ich dann ein bisschen Hühnerbrühe einfach benutzen. Ich habe hier ein Produkt, das heißt Eros Pista. Das ist sowas wie Sambal Oleg, kommt aber aus Ungarn. Es ist eine Chili-Paste. Dann habe ich hier eine Zitronengraspaste für diejenigen, die das mögen. Kann man auch verwenden. Ich habe hier eine Teriyaki-Soße. Ich habe Sojasauce. Dann habe ich hier noch eine Black Pepper Soße. Ich habe gelbe Currypaste. Ich habe hier Paprikamark. Das ist aus dem türkischen Laden. Das hier ist Paprika Edelsüß. Und ich habe Koriander. Außerdem, ich sage jetzt mal ein Küchenmaterial. Ich brauche gleich eine ganz normale Schüssel. Ich brauche hier so eine Reibe, um die Karotte gleich zu raspeln. Ihr braucht einen Messbecher, um ein bisschen Wasser abzumessen. Ich habe da eine Knoblauchpresse, einen kleinen und einen großen Löffel, ein Messer. Ich habe hier einen kleinen Topf und hier drunter meine Pfanne. Genau, das sind so die Sachen, die ich benötige. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Kochen, oder? Wie sieht's aus? So, als erstes würde ich sagen, starten wir mit dem Vorbereiten unserer Zutaten. Und beginnen werde ich mit der Zwiebel. Da kann ich euch einen Tipp geben, den ich von einem Koch bekommen habe. Und zwar, dass ihr nur das obere Ende abschneidet und dieses untere Wurzelende drauf lasst. Das hält nämlich quasi die Zwiebel für euch zusammen. Und dann könnt ihr ganz normal hier die Zwiebel erstmal pellen. Und gegebenenfalls, wenn es jetzt gewünscht wäre, ein paar Streifen einschneiden und dann so sehr fein die Würfel runterschneiden. Und dadurch, dass ihr hier eben die Wurzel noch hinten dran habt, fällt euch der ganze Spaß nicht auseinander. Ich kriege nämlich immer irgendwie die Krise, wenn ich Kochvideos sehe und dann da sehe, wie die Leute quasi einzeln so die winzigen Zwiebelstückchen versuchen, nochmal kleiner zu schneiden. Also das ist echt super einfach. Wir wollen aber heute Scheiben haben und dementsprechend werde ich jetzt hier so runterschneiden. Da ich ja gar nicht so viel mache, überlege ich gerade, ob mir nicht die halbe Zwiebel schon reicht. Ich denke ja. Habe ich hier in meiner Schale. Weiter geht es mit unserer Karotte. Die werde ich jetzt heute auch gar nicht schälen. Ich werde die einfach nur raspeln und nehme dazu hier einfach diese Reibe und ja, raspel jetzt die Karotte. So, ich habe jetzt hier meine geriebene Karotte. Seid da bitte auf jeden Fall super vorsichtig, dass ihr euch nicht die Fingerkuppe absäbelt. Das passiert nämlich mir sehr gerne. Und klar, ihr könnt auch einen Julienne-Schneider zum Beispiel benutzen oder einen Sparschäler. Ich habe mich jetzt heute für die geraspelte Variante entschieden. So, weiter geht es dann mit unserem Brokkoli. Da schneide ich einfach nur die Röschen so ein bisschen runter, dass ich die einzeln hier löse. Ihr könnt natürlich auch tiefgefrorenes Gemüse nehmen. Das bleibt euch überlassen. So, die Röschen, die mir besonders groß vorkamen, habe ich dann nochmal halbiert. Aber ungefähr die Menge habe ich jetzt an Brokkoli. Hier zum Brokkoli noch kurz einen Lagerungsküchentipp von mir. Und zwar, wenn ihr wie ich jetzt hier frischen Brokkoli verwenden möchtet und den nicht gleich am selben Tag noch verbrauchen möchtet, dann packt ihr den am besten in ein Gefäß, wo ihr ungefähr 1,5 bis 2 cm Wasser füllt und stellt dann den Brokkoli ähnlich wie eine Blume in dieses Wasser und das Ganze dann in den Kühlschrank. Wenn ihr täglich das Wasser wechselt, hält so unser Brokkoli circa 4 bis 7 Tage.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer Paprika. Sorry, das war der Knoblauch. Ich habe jetzt hier die Spitzpaprika. Wenn ihr die ganz normale Paprika haben solltet, kann ich euch einen ganz einfachen Tipp geben, wie ihr die super einfach schälen könnt. Und zwar schneidet ihr dann einfach unten das Ende ab und schneidet dann von oben die einzelnen Scheiben runter. So. Und dann habt ihr ganz einfach, ich sag jetzt mal, ja, das Gemüse an sich und habt keinen Ärger mit rumfliegenden Kernen oder so etwas. Bei diesen Spitzpaprika gestaltet das sich ein bisschen schwieriger, da geht das nicht so einfach, weil auch hier am Rand diese weißen Häute entlang laufen mit kleinen Kernen. Deswegen ja, müssen wir die ein bisschen anders schneiden, aber bei den normalen Paprikas geht das damit super einfach dann und sehr schnell mit dieser Technik. Ich werde jetzt hier bei der Spitzpaprika oben einen kleinen Ring reinschneiden. Einmal rundherum. Und werde dann auch versuchen, die Streifen runterzuschneiden, ohne dass ich da die Haut mitnehme mit den Kernen. Und so seht ihr, habe ich relativ elegant hier die Spitzpaprika von ihrem Gehäuse befreit bekommen. Die schneide ich jetzt einfach in ungefähr, ja, so 1,5 cm breite Streifen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zum Schluss könnt ihr euch noch eure Bambussprossen nehmen und die müssen dann jetzt einfach nur vom Wasser befreit werden. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Kochen und als erstes würde ich sagen, setzen wir hier mal unser Wasser auf für den Reis. Ich verwende heute 125 Gramm Reis, weil ich ja eine Einzelperson bin. Das müsste mir eigentlich reichen mit der großen Menge an Gemüse. Ich habe in meinem Wasserkocher schon das Wasser vorgeheizt, sodass das Wasser gleich schneller auf dem Herd kochen sollte. Ich stelle jetzt den Herd auf volle Pulle hier oben und messe mir die doppelte Menge an Wasser ab. Also ich nehme 125 Gramm Reis und werde 250 Gramm Wasser jetzt in den Topf geben. So, da müssen wir jetzt erstmal so lange warten, bis das Wasser kocht. Und dann geht es an dieser Stelle weiter. Währenddessen können wir jetzt hier schon mal mit unserer Pfanne beginnen. Die werde ich auch aufsetzen. Da kommt jetzt einfach ungefähr ein Esslöffel Öl hinein. Und auch die werde ich relativ hoch einschalten. Jetzt warten wir, bis die Pfanne richtig gut heiß ist und dann melde ich mich gleich wieder. So, unser Wasser für den Reis kocht jetzt. Das heißt, ich gebe jetzt die 125 Gramm Reis hinzu. Außerdem gebe ich dazu ein wenig Salz und ein bisschen von unserem Kurkuma. Der wird uns jetzt dann die gelbe Farbe bescheren. Da nehme ich ungefähr einen halben Teelöffel, einen guten Teelöffel Butter. So, wenn ihr das dazu gegeben habt, stellt ihr den Herd auf ganz niedrige Temperatur und gebt den Deckel darauf. Unsere Pfanne ist jetzt währenddessen auch schön heiß geworden. Die stelle ich dann jetzt auch ein bisschen runter und gebe als erstes die Karotten hinein, weil die am härtesten sind und am längsten brauchen. Sollte das Öl nicht reichen, könnt ihr immer wieder Öl dazugeben. Nach kurzer Zeit könnt ihr dann die Zwiebeln hinzugeben und presst eure Knoblauchzehe hinein. Falls ihr es jetzt ein bisschen rauschen hört, ich habe mir oben ein bisschen die Lüftung angemacht. Der Reis kocht jetzt auf niedriger Stufe vor sich hin. Behaltet den gut im Auge, dass er euch nicht anbrennt. Jetzt könnt ihr dann nach einiger Zeit auch die Paprika dazugeben und den Brokkoli
sowie die Bambussprossen. So, bei mir ist jetzt das Wasser von dem Reis komplett verdunstet und ich habe gerade mal probiert, ein bisschen Wasser benötigt er noch. Deswegen gebe ich dann noch ein bisschen von meinem Wasser hinzu. So, wenn dann das Gemüse so ein bisschen Farbe bekommen hat, schaltet ihr es runter auf ungefähr Hälfte der Hitze. Und wenn ihr jetzt das Gericht so lassen würdet, könntet ihr es noch mit Salz und Pfeffer würzen. Ihr könnt eben diese Sweet Chili Soße darüber geben oder andere Soßen, zum Beispiel Teriyaki Soße oder Sojasoße, wie euch das genau schmeckt. Und dann hättet ihr zusammen mit dem gelben Reis genau diesen Gemüsereis, den ich auf Instagram gepostet habe. Ich möchte aber jetzt noch eine Soße dazu machen und deswegen werde ich jetzt erstmal hier mit ein bisschen Wasser ablöschen. Jetzt gebe ich ein paar von meinen Cashewkernen darüber. Das gibt dem Ganzen dann nochmal einen zusätzlichen Crunch. Ihr könnt ihn natürlich auch vorab ein bisschen mit anrösten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das bleibt euch überlassen. So, jetzt kommt da auf jeden Fall Sojasauce hinzu. Und ich nehme auch etwas von der Teriyaki-Soße. Ja, durch die Cashewkerne bekommt das Gericht jetzt nochmal so einen schönen Crunch. Und wie ich schon gesagt habe, ich mag es ganz gerne würzig, deswegen kommen da jetzt noch weitere Gewürze hinzu. Ich gebe auch hier ein wenig von der Sweet Chili Soße darüber. Würze mit ein wenig von dieser sehr scharfen Chili-Paste. Gebe etwas von dem gelben Curry hinzu. Außerdem kommt noch etwas Paprikamark hinein. Und ich gebe noch ein bisschen Hühnerbrühe dazu. So, zum Schluss bekommt das Ganze noch ein bisschen Black Pepper. Und von meiner Zitronengrastaste. So, das Wasser von unserem Reis ist jetzt komplett verdampft und ihr könnt erkennen, er hat eine schöne gelbe Farbe. Dann solltet ihr ihn auf jeden Fall vom Herd runternehmen, damit er euch nicht anbrennt. So, meine Küche ist zwar das reinste Schlachtfeld, aber das Essen ist fertig. Ich werde jetzt mal für euch probieren. Bisschen Gemüse noch dabei. Also, das Gemüse ist noch schön knackig, besonders der Brokkoli. Ihr habt die crunchigen, Entschuldigung, Cashewkerne mit darin, ne? Und das schmeckt echt sehr gut. Der Reis hat durch die Butter natürlich eine schöne buttrige Note. Der Kurkuma an sich hat fast keinen Eigengeschmack, finde ich, in dem Fall hier. Er schmeckt einfach so ganz leicht nach Butter.
Und ich möchte noch mal dazu sagen, also ich bin jemand, ich mag mein Essen wirklich sehr, sehr würzig. Und deswegen habe ich ja auch so viele Gewürze hinzugegeben. Und das ist die Soße auch, auf jeden Fall. Sie ist sehr, sehr würzig. Wenn sie euch jetzt noch zu dünnflüssig ist, könnt ihr zum Beispiel auch noch ein bisschen Soßenbinder hinzugeben. Oder ihr macht, ihr gebt ein bisschen verdünntes Mehl dazu. Also ein bisschen von der Soße schöpft ihr ab, rührt Mehl darunter, gebt das wieder in die Soße und dadurch dickt sie ein wenig ein. Oder ihr macht es euch halt einfach mit Soßenbinder. Und dadurch habt ihr jetzt ein wirklich sehr, sehr schön würziges und knackiges Essen, was mir persönlich wahnsinnig gut schmeckt, auch so ohne Fleisch. Ich brauche nicht immer Fleisch dazu. Natürlich könnt ihr auch am Anfang etwas Fleisch anbraten und das dann später hinzugeben. Das schmeckt sicherlich auch ganz gut. Ich werde es jetzt so genießen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht und mir dann eine Rückmeldung gebt, wie es euch geschmeckt hat. Wie gesagt, was Gewürze und so weiter angeht, seid ihr total flexibel und könnt da das nehmen, was ihr zu Hause habt. Ja, ich werde es mir jetzt weiter schmecken lassen. Ich danke euch fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis dann. Tschüss.